So, herzlich willkommen zur Alien Trilogy oder zur Alien Trilogie. Wir schauen uns das mal an, haben mir gerade den Wikipedia-Artikel durchgelesen, hört sich ganz vielversprechend an. Also ja, wurde eigentlich vorwiegend positiv aufgenommen. Bin mal gespannt. Also uns erwartet wohl ein Ego-Shooter, der wohl, ja, irgendwie im deutschen Wikipedia-Artikel haben sie gesagt, hält sich nicht nah wirklich an den Film. Im Englischen haben sie gesagt, doch, ist da würdig dran. Gab natürlich auch wieder massig Kritik, dass gerade 79, 86, 92 und 96. Ja, 94 haben sie da angefangen wohl, das Ganze zu entwickeln und waren Bestseller in der UK. Ich bin mal gespannt. Und irgendwie Filmsequenzen wurden auch mit eingearbeitet. Was es wohl gut schafft, ist dieses Klaustrophobische, dass du halt wirklich diese Enge hast. Ich bin mal gespannt. Und die Waffen sollen sich unterpowered anfühlen. Oh, macht mir schon wieder Angst. Wir werden mal Wir haben gucken. den Kontakt zur Kolonie auf LV-426 verloren. Erkunden Sie mit Gorman und seiner Mannschaft die Situation. Niemand darf herausfinden, dass die Gesellschaft die Kolonisten vorsätzlich infizierte, um die Aliens an den ICC-Quarantänevorschriften vorbeizuschmuggeln. Jawohl, Sir! Es ist wichtig, dass Ripley Ihnen vertraut, da sie am meisten über den Xenomorph Bescheid weiß. Sie könnte uns sehr behilflich werden. Verstanden! Das Intro schon mal geil, echt gut. Die von Ihnen gesandte Biowaffendivision hat seit einiger Zeit keine Meldung mehr erstattet. Natürlich wollen wir vermeiden, dass mit Ihnen das Gleiche passiert. Hast schon direkt so dieses bedrohliche Feeling. Na, mal gucken. Ich bin nicht alleine, schon mal gut. Okay. Option. Mal sehen. Ah, oh, Schwierigkeitsgrad. Siehst du, zack. Säurebad. Alien Mania. Kalter Terror. Ne, wir nehmen das. Wir nehmen das. So, und der Rest lass mal so. Ja, perfekt. Exit. Und Spiel starten. Schauen wir mal, was uns erwartet. Missionsziel, sie sind damit beauftragt, den Eingang für die Marines-Truppen freizumachen, indem sie jegliche Kisten und Fässer aus dem Weg räumen und eventuell auftauchende Aliens vernichten. Eventuell auftauchende. Beachten Sie, dass Ihre 9mm-Geschosse auf die Fässer keinen Einfluss haben werden, aus Sicherheitsgründen. Wir raten Ihnen, andere Alternativen zu finden. Okay. Wir schauen mal. Das erinnert wirklich sehr an Doom schon mal. Okay, L1, R1. Hinten auf den Tasten kann ich nichts machen. Laufen, okay. X zu schießen, oh, Patronenhülse. Viereck ist nichts. Dreieck auch nicht, Kreis auch nicht, okay. Okay, das war Kreis. Schon mal, ui. Und hinten siehst du nicht, was kommt. Und nur eine bestimmte Anzahl an Munition. Okay. Hast schon mal mehr Effekte als bei Doom. Kann ich damit irgendwas machen? Vorsichtig. Das dann noch irgendwas. Oder hat er so lange nachträglich noch Geräusche gemacht? Das Schlimme ist, wenn die sterben, machen die noch ein bisschen weiter Geräusche. So, und hier kann ich wohl nichts machen. Ne.
Wo? Ich höre schon wieder was. Da. Oder? Da steckt einer fest. Gott, das sind schreckliche Geräusche. Gut, lassen wir das. Bevor die Munition alle ist. Hey. Kreis? Viereck? War doch Kreis, ne? Kann ich hier irgendwas machen? Hm. Tor ist eingeschaltet. So, hier liegt Erste Hilfe. Arzneimittel. Automap. Das heißt, ich habe eine Karte oder wie? Selectics ist nix. Ah, guck mal, Start. Schulterlampe, nicht verfügbar. Okay. Gut. Schon war weiter. Oh, falsche Taste. Wo ist denn das Tor? Achso, jetzt habe ich wahrscheinlich das Tor von dort geöffnet, oder? Tor ist eingeschaltet, aber welches? Na gut, gucken wir mal hier lang. Oh, hier haben wir doch schon mal eine andere Waffe. Gewehr. Und das können wir wechseln auf. Ah, Dreieck, okay. So, und jetzt muss ich die Fässer zerschießen, oder was? Da höre ich irgendwas. Wie oft muss ich denn da draufballern? Eieiei. Vor allem so, dass das hinten noch dunkler ist. Okay, da sind Kennzeichnungen. Haben wir hier. Ah, okay, ein Magazin. Sehr gut. So, und hier war dann noch ein Vieh. Was war das? Vergiftet? Okay. Noch ein Magazin. Gewehrmunition, sehr schön. Nö. Hier kann ich nicht rein. Bräuchte so ein Turm daneben, anscheinend. Von wo? Gott, der kam doch von hinten. Wie, was? Und er rennt weg? Hier waren wir noch nicht. Arzneimittel. Medikit. Okay, okay.
Also die Pistole bringt wenig. Batterie notwendig, okay. Muss man eine Batterie finden. Okay, das ist wahrscheinlich auch das Ziel des Levels. In die eine Tür konnten wir nicht rein, da könnten wir versuchen, von der anderen Seite drauf zu kommen. Oder wir haben irgendwo noch Fässer übersehen. Das kann doch lustig werden. Hier müssen wir bestimmt rein. Bin ich da hinten schon dann? Gott, Orientierung in Videospielen geht gar nicht. Wenn es hier hinten irgendwo liegt, hinter den Kisten. Da. Ist auch keiner, ne? Ne. Hier da hinten nämlich. Da könnte es. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Können wir auch rennen? Ne. Vor allem dieses Hängen bleiben immer. Frag mich immer, was mit den Kisten ist, weil die anders aussehen als die anderen. Oder sind halt einfach die, die wir freilegen müssen. Waren wir hier noch nicht? Nee. Wo zum Teufel? Der ist hier runter, oder? Ich höre ihn. Der ist nah. Geräusch kommt von hier. Irgendwo. Der ist bestimmt da runtergelaufen. Jetzt hinter mir. Gott. Ja. Wo war denn der Eingang? Sind doch grad. Wo war denn der Eingang jetzt? So, warte mal, hier sind wir hingelaufen. Kam doch von hier. Ah ja, okay. Ja, Munition ist auch so ein Thema. Zum Teufel. Gott. Ne, kannst vergessen. Ah, Batterien, oder? Medikit. Batterie. Perfekt. Das war kein Treffer oder was? Hä?
Das mit den kleinen Viechern ist, das geht gar nicht. Weil du weißt einfach nicht, wo die sind. Und auch der Sound hilft dir so absolut null. Ah, okay. Vergiss es. So, wir müssen... Ist doch richtig, ne? Bei Doom kannst du wenigstens laufen, wenn du auf der Karte bist, ja. Scheint richtig zu sein. Passwort, sehr schön. Ach, siehst du, Speicherkartenoptionen haben sie auch mit reingebracht. Spiel speichern. Mal sehen. Bin mir auch nicht sicher, ob wir nur anspielen oder ob wir es durchspielen, weil. Gerade bei der Schwierigkeit. So, sie müssen die Hauptschalterzentrale finden und alle drei Schalter aktivieren. So ermöglichen sie uns den Zugang zu anderen Bereichen der Kolonie. Sammeln sie Sprengladungen auf, um brüchige Wände aufzusprengen und neue Bereiche zu erschließen. Wir versuchen es. Vor allem immer dieses Ticken der Minimap. Gott. Halleluja. Spannender Einstieg. Vor allem, dass er bei der Treppe nicht gerade guckt, sondern nach oben. Oder sie. Sorry. Nee, er, ne? Sie. Er. Hör schon wieder was röcheln. Brauchst du drei Treffer, ist aber einfacher gesagt als getan. Einen Dreh haben wir langsam raus. Wir räumen erstmal drumherum auf. Ey, ehrlich? Lassen die irgendwas fallen? Nee, ne? Sieht aber aus wie bei Doom. Schwierig. Der hört aber immer wieder auf. Ah ne, wir bleiben erstmal hier und gucken, was wir hier alles mitnehmen. Kann
Kommt der da durch? Nee, ne? Muss man anscheinend zurückgehen. Gott, die sind ja alle in dem Raum. So, warte mal, hier? Nee. Wo sind wir gestartet? Hier sind wir, nee. Da vorne. Genau, von hier kommen wir. Achso, okay, hier ist das. Aber gibt es da irgendwas zu holen? Nö. Ah, okay, hier ist das Ende. Okay. Das heißt, da müssen wir schon mal nicht hin. Hier können wir hin. Alter, ehrlich? Wo bist du, Drecksvieh, ey? Wie viele Schüsse hält der aus? Schön, dass er auch so viele hinnehmen. Toll. Ehrlich. Also Steuerung ist echt Müll. Also zumindest das Schießen und Treffen. Das war jetzt aber verbuggt, oder? Ey, von hinten. Fast tot. Warte mal. Nee, schade, ich dachte, wir können uns jetzt Heilung irgendwie auswählen, aber wird alles gleich verbraucht. Kann's vergessen. Soll ich denn schaffen mit dem Schwierigkeitslevel? Gibt's hier Sheets für das Spiel? Batterie schon mal und Sprengladung. Okay, jetzt müssen wir bloß eine brüchige Wand finden, ne?
Hat mal betätigt, ja. Ehrlich. Aha, okay. In den Raum hier ist anscheinend Party. Stimmt, wir haben ja unten ein Tor geöffnet. Muss einfach schneller schießen. Gott. Munitionsverschwendung. Hier haben wir einen Billardtisch. Steht hier Valiant irgendwas. Building Better World. Sehr schön. Ich habe immer Angst, wenn ich was aktiviere, dass irgendwie. Ach, guck mal. War doch in dem anderen Raum auch, ne? Wusste ja gar nicht, dass hier irgendwie was rumliegen kann. Sehr schön. Zumindest ein bisschen wieder. Hier ist nämlich auch noch eins. Weil, dass das nur einen gibt, finde ich. Nicht okay. Warte mal. Hier. Deswegen hat mich vorhin schon gewundert, was hier so glitzert. Ich meine, besser kann ich doch gar nicht rausschießen. Wir haben ja unten eine Tür wieder geöffnet. Aber wo? Vielleicht hier am Anfang. Ja, hier kann halt immer was Nützliches rauskommen, ne? Okay, okay. Deswegen, wenn du zu wenig Leben hast, wahrscheinlich so ein paar Boxen zerstören und dann sollte da wieder was kommen. Das war schon mal besseres Movement. Ja. Wir haben da aber gar keine Wände zerstört. Mission 100%, sehr schön. Wir haben Sprengladung gefunden. Okay, jetzt müssen wir weitermachen. Hilft ja nichts. Hier können Sie Ihr Waffenarsenal aufrüsten. Sie haben allerdings nur 60 Sekunden Zeit, da dieses Gebäude zu explodieren droht. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich ausreichend ausgerüstet haben. Wir werden am Ausgang auf Sie warten. Eieiei, 60 Sekunden, ja? Wo ist der Ausgang? Gott. Sprengladung, Arzneimittel,
40 Sekunden. Ja, passt eigentlich, ne? Ich glaube, viel mehr können wir eh nicht. Ah, okay. Wir können auf Plus kommen. Frage ist, muss ich dann draußen sein? Ich glaube, ich muss dann echt draußen sein. Wahnsinn. Machen aber auch einen Stress hier. Wahnsinn. Können wir hier nochmal speichern? Ja, da fand ich bei Doom den Einstieg besser gemacht. War nicht so frustrierend. Ich meine, das geht noch. Wie komme ich hin? Ah, da, zack. Exit. Schauen wir mal. Die Zurückeroberung der Kolonie macht Fortschritte. Wie wir vermuteten, wurden die Kolonisten jedoch bereits von Aliens infiziert und sind tot. Schalten sie die gesamte Beleuchtung ein, zerstören sie die Aliens und ziehen sie sofort ab, damit wir die Taten, was? Damit wir die Toten abholen und den Bereich absichern können. Das ergibt mehr Sinn, ja. Okay. Bestimmt wieder einer. Ach komm. Schön, dass wir aufgefüllt haben. Das ist doch ein Witz, oder? Wie viel Leben hat der? Hat der Pistole vollkommen vergessen. Kriegt der überhaupt was ab? Kann ich nicht von oben nach unten schießen oder was? Das ist ein Witz. Das ist ja wirklich ein Witz. Ich wollte eigentlich nicht runterfallen, aber gut. So, das ist Wasser. Vielleicht sollte ich mit den Medikits warten und die nicht sofort einsammeln. Ist halt stockduster. Ah, okay, deswegen alle Lichter einschalten. Verstehe. Von wo? Lass mich doch in Ruhe. Oh, was ist das da?
Das Gute ist, hier scheint überall schon Licht zu sein. Kannst vergessen. Also eigentlich die Pistole ist nach dem ersten Level komplett nutzlos. Automap. Natürlich. Gott. Munitionsverschwendung. Angst, dass von da einer kommt. Da kommt von hinten einer. Da ist noch was. Es waren fünf oder sechs Schüsse. Da geht's nicht lang. Ja, guck mal. Die Einbuchtung hier ist komisch. Ich dachte, hier wäre irgendwas versteckt, aber. Ach, guck mal. Jetzt ist ja offen, ne? Batterie notwendig. Gehen wir doch mal rein. Achso, und von hier komme ich dann wieder hoch, oder was? Es war so klar, du kannst, also es ist ihm zu hoch dann. So ein bisschen Munition wäre jetzt gut. Vielleicht muss ich dafür wirklich zur Pistole wechseln. Okay, ja. Gott. Steuerung. Oh nein. Da wollte ich gerade weg. Aber Leben ist doch voll, ne? Er hat doch irgendwie drei oder so hat er abgezogen.
Monster? Ja, okay. Die laufen aber auch blöd. Okay, die waren einfach neu. Okay, das wird lustig. Gott. 74 Munition. Achso, das hier ist wahrscheinlich offen jetzt. Okay, solange ich schieße, passiert glaube ich nichts. Ah ne, Panzerung? Vielleicht ist das auch die Panzerung. Okay, ich hoffe, ich habe hier alles. Na gut. Was haben wir denn überhaupt? Zeigt an, wie weit wir sind bei der Mission. Nee, ne? Was ist denn das hier? Achso, Dreck. Hätten sie ruhig mal putzen können. Kommt der jetzt her? Komm, ehrlich. Ist ja so frustrierend gemacht, das Spiel, ey. Ach komm, hör auf. Nee, macht keinen Bock. Wie sollst du den treffen können? Nee, kleinen Viecher, vor allem kannst du ihn nicht treffen, das macht echt keinen Bock. 10 Munition wieder. Hier war da glaube ich noch ein. Achso, okay. Okay, Medikit. Ja, genau das. Kann alles nicht wahr sein. Das ist doch ein Witz. Ja, irgendwie sehr, sehr sinnlos gemacht, das Spiel, ey.
Also ich meine, wo ist da die Realistik? Du stehst vor dem Fass, kannst auch nicht drauf schießen, weil es zu tief ist. Ja, ich meine, ehrlich. Sehr frustrierend designt. Okay. Da hatten wir aber eigentlich alles mitgenommen, ne? Ach komm. Weiß halt nicht, ob wir hier oben schon waren. Doch, hier waren wir, ne? Ja. Hier waren wir überall. Hier geht's dann wieder dorthin. Hier kommst du einfach nicht weiter. Das ist wirklich peinlich. Ne. Ne. Munition ist ein guter Start. Arzneimittel, sehr schön. 150 Munition für die 9 mm. Automap verfügbar. Selektiert, okay. Würde mir das was bringen, wäre es gut. Sind wir hier schon lang? Ja, ne? Ja. Ich glaube hier noch nicht. Doch. Ah, Batterie haben wir jetzt. Ja, genau. Irgendwas hat sich getan. Vor allem die sterben viel später. Ehrlich. Komm, das Spiel ist mir zu fehlerhaft. Kann nicht drauf schießen, weil wir nicht auf derselben Höhe sind. Vielleicht kann auch nicht hoch und runter steuern, das ist schwachsinnig. So, irgendwas haben wir jetzt geöffnet. Hier auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung. War da nicht die Tür, die nicht offen war? Hätte gedacht, die ist es.
Muss ja eigentlich auf der entgegengesetzten Seite sein. Geh noch mal hier lang. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich werde aber trotzdem mal in die Richtung mehr gucken. Eigentlich in die andere. Aber hier war ja der Anfang. Bloß hier haben wir doch alles abgegrast. Oder war hier irgendwo ein Tor, was noch zu war? Weil das hatten wir auch. Und Licht ist ja überall an, ne? Ja, leichter gesagt als getan. Wir müssen jetzt eigentlich hier lang. Ehrlich. Habe ich beide erschossen? Gucke mal. Ja, uncool ist dann. Bleib stehen. Schüsse du dafür brauchst, ey. Ja, ich habe keine andere Waffe mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Ich glaube, das ist dann Game Over. Schulterlampe, mach die, keine Ahnung. Jetzt haben wir eine Schulterlampe. Okay, dann wird's heller, verstehe. Toll. Ja. So viel dazu. Keine Ahnung, ich werde hier an der Stelle speichern. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr sagt, ey, spiel das mal weiter, schreibt es gerne in die Kommentare mit unten rein. Wir spielen ja alle PlayStation 1 Spiele zumindest mal an. Im besten Fall auch einige durch, falls ich das schaffe. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.